Hallo ihr Lieben, ich habe einen kleinen Haul für euch und zwar habe ich bei verschiedenen Sachen geshoppt und zwar bei AliExpress/Wish, bei Doren Beats und bei It's Pure Fucking Magic und wollte euch einfach mal zeigen, was ich da so gekauft habe. Also ich habe viel, viel mehr gekauft, das kam aber jetzt alles schon die letzten Wochen und ich hatte einfach keinen Bock, wegen jedem Teil irgendwie was abzufilmen. Ja, und deswegen zeige ich euch jetzt einfach das, was jetzt so in den letzten Tagen gekommen ist. Und ja, ich habe mir einmal bei Wish diese Papierblumen. Nee, das sind nicht so. Ja, nee, das sind keine Papierblumen. Also die sind so, die sind auch relativ schwer. Ich will mal wieder so ein bisschen Mixed Media machen. Meine Mixed Media Zeit ist ja schon ein bisschen her und ich habe noch so viel. Und ja, da hab das jetzt einfach mal ausprobiert. Also auf das habe ich jetzt wirklich ganze 10 Wochen gewartet. Das ist kein Spaß. Ich meine, das ist wirklich ernst. Also 10 Wochen. Und ja, naja, okay, gut. Hat mich 1 Euro gekostet. Das war jetzt nicht die Welt. Dann habe ich mir eine Form bestellt, die wieder falsch geliefert wurde. Und zwar habe ich jetzt wieder diese Form gekriegt, obwohl ich die eigentlich gar nicht bestellt habe. Ich hatte eigentlich diese Form bestellt, wo man diese Kugeln gießen kann, also so kleine Perlen quasi. Und ja, jetzt habe ich diese Form hier nochmal und brauche sie nicht. Ja, was ich damit jetzt mache, ich denke mal, ich werde die vertauschen gegen eine andere Form, weil ja, dann hatte ich mir solche kleinen Mini-Hundepfötchen gekauft. Die Form ist glänzend, das ist jetzt meine erste glänzende. Und ja, weil ich will noch mal so ein paar Pfötchen gießen und davon Anhänger machen und die Form dann auch noch mal in groß. Ja, aber die Form ist leider matt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache die kleine ist glänzend, das große, das lackiere ich dann halt. Ne? Ist halt so. So, nehmen wir mal das Tütchen hier weg. Und dann habe ich noch so Standschablone gekauft. Eigentlich schon viele, viele. Und zwar ist das so ein Filmstreifen und der ist ja sehr groß. Aber ärgert mich jetzt im Nachhinein nicht. Moment, ich mache das mal auf, weil hier sind ja noch andere. So, Moment. So. Also die Form hier will ich dann quasi nehmen für Karten. Ich finde das echt schön. Kann man ja hier als Fenster benutzen oder sowas. Mag ich echt gern. Sieht echt schön aus. Und dann habe ich hier so eine Kamera, so eine uralt Kamera quasi und ein Telefon, ein Schmetterling und so ein uralt Fahrrad. Ja, also diese Standschablonen hier, die werde ich weggeben. Da weiß ich auch schon, wer die bekommt. Das, ja, wird aber nicht verraten. So, das habe ich jetzt in China geshoppt. Dann war ich heute im Teddy, weil ich nämlich wieder kleine Anrührbecher brauchte. Und die gab es natürlich bei uns nur im Bund. Und ja, die habe ich natürlich trotzdem mitgenommen, weil ich brauchte sie. Weil gerade wenn ich mal so kleine Sachen gieße, braucht man die. Ja, die haben jetzt 2 Euro gekostet, sind 30 Stück drin. Finde ich okay. Ja, ist ein super Preis. Und dann habe ich mir so Wackelaugensticker mitgenommen. Die habe ich mir zweimal mitgenommen. Das sind diese Teddys und die haben quasi diese Wackelaugen. Ja, also diese Pandas, ich finde die mega niedlich. Vor allen Dingen der hier. Und ja, finde ich sehr süß. Die habe ich mir gleich zweimal mitgenommen. Die hatten sie auch nur noch zweimal. Ja. So. Das rollt weg. So. Dann habe ich bei Doreen Beads geshoppt. Und zwar habe ich solche Haken gekauft, die eigentlich immer an den Anhängern dran sind. Ich habe die schon lange gesucht und habe sie jetzt endlich bei Doren Beats gefunden. Das ist die Nummer. Falls ihr euch die auch bestellen wollt, da sind 500 Stück drin. Finde ich einen super Preis. Ja, also kann man nichts verkehrt machen. Dann habe ich so Buchstaben gekauft. Ach, ja, mal bitte auf, Schatz. Dann habe ich so Buchstaben gekauft als Anhänger. Ja, das ist die Nummer. Und dann habe ich mir so kurze Kettelstifte geholt, weil ich habe immer nur diese ganz langen. Und das, ja, da muss man immer so viel von abschneiden und das nervt einfach. Das sind 300 Stück. Da ist die Nummer. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die war 3 oder, nee, 3 cm sind die nicht. Die sind 4,5 cm lang. Und das finde ich super. Also, ja,
Das reicht, um die auseinander zu knipsen. Und dann habe ich mir nochmal Ösen bestellt. So kleine Schraubösen. Ich habe zwar Schraubösen, aber nicht ganz so viele. Moment, ich zeige euch das mal. Die hatte ich mir mal hier in Deutschland gekauft. Das waren 100 Stück für 5 Euro oder sowas. Ja, im Endeffekt habe ich mich jetzt echt geärgert drüber. Weil das sind hier 1000 Stück und da habe ich, glaube ich, 2,19 Euro bezahlt oder so. Da ist die Nummer, wenn ihr die nochmal sehen wollt. Finde ich echt cool. Dann habe ich mir so Perlen gekauft. Und dazu gibt es eine Geschichte. Ich habe einmal die gekauft und einmal, Moment, die sind von meiner letzten Bestellung. Die hole ich mal raus. Die zeige ich euch mal. So. Also ich hatte letztens die Perlen gekauft. Und die sind ja nun wirklich mini klein. Ja. Ich wollte die aber in eine Nummer größer. So. Weil ich die nämlich so gerade für Anhänger nehmen wollte. Da habe ich mich sehr drüber geärgert, dass die echt wirklich so riesig sind. Und dann war ich bei Dorenbeats und habe geguckt und habe die hier gefunden. Aber irgendwie sind die riesig. Ja, also, die sind wirklich mega groß. Das heißt, wieder Dorenbeats, gucken, ob es die noch in einer anderen Größe gibt. Also, wenn euch die gefallen, hier ist die Nummer. Dann könnt ihr euch die ja bestellen. Und wenn jemand eventuell die Nummer hat für mich, die hier noch eine Nummer kleiner, aber ein bisschen größer wie die anderen, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare oder schreibt mich einfach privat an. Das wäre echt super. So, die. Moment. So, und dann hatte ich mir nochmal Perlen bestellt und da habe ich mich jetzt im Endeffekt auch sehr drüber geärgert, weil die sind auch riesig. Ja, hier ist die Nummer. Also die sehen dann quasi so aus. Die fand ich echt hübsch. Aber, ja, die sind halt, das sind halt Monsterperlen, ne? Aber was tut man nicht alles? Und dann habe ich in einem Video, das ist aber schon eine ganze Weile her, ich weiß auch nicht mehr bei wem, es war einfach so ein Haul von Dorenbeats, habe ich diese Glasdinger hier gesehen. Die. Und ich fand die so niedlich mit diesen Glitzersteinen da drin, dass ich mir die Nummer aufgeschrieben habe. Das ist aber echt schon lange her. Und ja, habe mir die jetzt einfach mal mitbestellt. Ich finde die echt süß, gerade so als Anhänger. Und dann mit diesen kleinen Glitzersteinen da drin. Da sind 10 Stück drin. Ich kann euch gar nicht mehr so genau den Preis sagen. Ich glaube, irgendwie was mit 2 Euro oder sowas. Oder 1,90 Euro. Irgendwie so. So, irgendwie so in dem Dreh. Das ist die Nummer. Ja. Die finde ich echt süß. Die gibt es auch noch gefüllt mit anderen Strasssteinchen. Also quasi nicht in bunt, sondern nur in weiß, in blau oder so. Ja, das war jetzt Dorenbeats und ja, AliExpress-Wish. Ich lege das mal ganz kurz beiseite und dann gucken wir uns noch an meine Bestellung von It's Pure Fucking Magic. Da hatte ich euch ja letztens dieses Vorstellungsvideo gemacht. Ich muss mal schnell meine Adresse durchmalen. Da hatte ich euch ja letztens dieses Vorstellungsvideo gemacht, um euch einfach mal diesen Shop näher zu bringen. Ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt jemand von euch bestellt hat, aber ich hatte einen 25-Euro-Gutschein in einem Deckel und habe das natürlich genutzt, weil es waren ja nochmal so Gerüche, die ich halt unbedingt haben wollte, ne? Also hier ist nochmal diese Liste, auch ganz wie im anderen Video. Moment. So. Meine Rechnung. Und ja. So sieht das Ganze dann aus. Ja, ich weiß, ich bin echt bekloppt, aber ich ja, mag einfach die Düfte von It's Pure Fucking Magic. Die sind einfach total geil. Und ich habe mir dieses Half-Blatt bestellt, weil ich das ja unbedingt, ich wollte ja unbedingt wissen, wie das riecht. Und es riecht mega geil. Und da ist drin süße Früchte, rote Paprika, sommerliche Gewürze und Kräuter kombiniert mit zuckriger Beerenmarmelade. Ja, finde ich mega toll, den Duft. Der ist wirklich super. Dann hatte ich dieses Fortuna Major. Süße Jasminblüte, perfekt kombiniert mit schwarzem Tee und braunem Zucker. Sieht so aus. Und riecht geil. Ich mag es einfach. Ja, also ich habe die Düfte jetzt wirklich schon ausprobiert. Das Amazing kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, weil hier sind ja nur diese Harry Potter Düfte drauf. Aber es sieht so aus. Und es riecht himmlisch. Es ist einfach toll. Dann habe ich mir nochmal 2 von denen bestellt. Die hatte ich ja euch im Haul gezeigt. Von dem Lumos nochmal 1. Weil ich echt finde, dass das super riecht.
Und dann dieses Passion, das hatte ich noch nicht. Das riecht auch gut. Und dann dieses Feelings. Ja, das riecht auch gut. Okay. Und dann nochmal dieses Ginny's Kisses und das Daydream Charm habe ich mir auch nochmal bestellt, weil ich das echt toll finde. Ja, es riecht einfach super. Und dann hier dieses Magic. Ja, das riecht auch gut. Ja. So. Das sind jetzt die, die ich jetzt nochmal nachbestellt hatte. Schade ist, dass dieser Moment, mein Sohn weiß, wie das heißt, Jeremy, wie hieß der Duft? Genau, dieser Celebration-Duft. Den findet mein Sohn nämlich ganz toll. Das war nur mal so eine Sonderaktion quasi. Und hier kannst du schnuppern, du alte Schnupperkatze. Jetzt sitzt du wieder das Glitzer an der Nase. Und ja, das war aber nur so eine Sonder-Edition quasi. Und ich habe die auch schon angeschrieben, ob es den Duft vielleicht nochmal geben wird. Die werden den Duft eventuell nochmal irgendwann mit ins Programm aufnehmen, weil der eben so hoch gefragt ist. Und ich bin jetzt ständig am gucken, ob der Duft wieder drin ist. Und wenn der wieder drin ist, ich denke mal, werden die das auch auf ihrer Facebook-Seite teilen, mitteilen, dass der wieder kaufbar ist oder ab wann der wieder erwerbbar ist. Und dann kann man ja, ja, dann werde ich den garantiert nochmal kaufen. Möchtest du Mamas Bleistift? Bitte. Ja, dann werden wir den garantiert nochmal kaufen. Ich genehmige mir jetzt mal hier so ein Bonbon, weil ich finde die echt toll. Ich habe die früher schon gemocht. Hier, Schatz. Bitte. Hier ist ein Bonbon. Oh je. Ja. So, ihr Lieben, schön, dass ich jetzt den Mund voll habe, aber bei dem Bonbon kann ich einfach nicht widerstehen. Das war mein feiner kleiner Haul. It's pure fucking magic. Wish/AliExpress, Teddy und Doren Beats. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das einfach bitte unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nächstes Video wird meine Stempelaufbewahrung sein. Und kleine Info am Rande. Ich wurde mehrere Male jetzt in der letzten Zeit schon angeschrieben. Moment, Schatz, Mama kommt. So, alles geklärt. Ich wurde in letzter Zeit sehr oft angeschrieben von euch und wurde gefragt, ob ich mal meine Bastelecke filmen kann. Ja, kann ich machen. Aber bitte erschreckt nicht. Also viele denken von euch wahrscheinlich, ich habe ein riesen Bastelzimmer oder keine Ahnung. Ich habe jetzt hier die letzten 2 Wochen vieles umgebaut, vieles umdekoriert. Aber ich fange erst an, das Video zu drehen, wenn ich das Designteam abgeschlossen habe. Das ist jetzt fast fertig. Ich habe heute ein großes Projekt fertig bekommen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das ist mega toll geworden. Es fehlen jetzt noch so ein paar kleine Sachen. Die mache ich jetzt am Wochenende fertig. Drehe, wenn ich es schaffe, am Sonntag das Video dazu. Und dann werde ich anfangen, das, ja, meine Bastelecke zu filmen. Wie ich es aufziehe, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, meine so viele Sachen habe ich ja nicht. Ich werde das alles in einem Rutsch euch filmen und euch zeigen, dass ihr das einfach mal seht, wie ich hier bastle. Und ja, gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende vor allen Dingen. Wir haben heute Freitag und wir hören uns einfach im nächsten Video. Bis dann, tschüss.